Und von K 01 kommen wir zum einzigen Promi-Mann im Finale, Alexander und Manuela, unser Paar 04. Wer die Wahl hat, hat die Qual. Bitte überleg gut, misch durch und entscheide dich weise. Welcher Song wird's bei euch? Welche Impro-Salsa? Get Lucky heißt der Song, zu dem die beiden jetzt improvisieren werden. Hören wir uns auch kurz an. Ja, ich sehe schon, das Tempo haben sie jetzt schon drauf. Manu, du darfst gern deinem Tanzschüler jetzt auch noch kleine Anweisungen geben und wir lauschen natürlich wieder mit. Liebe Band, ihr blättert in den Noten und sucht euch das raus, Get Lucky. Könnte man mit Da geht halt was übersetzen, glaube ich. Ne? Get Lucky könnte man übersetzen mit Da geht halt was. Darf ich schon? 30 Sekunden starten jetzt. Okay, wir machen. Die Mandarine schleicht um die Maus. Den Stern, den hätten wir gern. Zweimal, okay, an für die, an für mich. Ja. Und die Titanic hat im Tornado sinkt die Titanic und dann okay. Schauen wir, wie es weitergeht. Mandarine, Katz und Maus. Ja. Okay. Stern und, wollen wir haben ja. Und dann Tornado geht unter, wenn die und Tornado. Die wichtigste Frage: ja? Was ist das Wichtigste beim Salsa? Hüfte schwingen. Nein, du horchst auf mich. Okay. 2, 1 und Lecker. Aus. Das war jetzt Geheimsprache. Auf diese Salsa bin ich ganz besonders gespannt. Hier kommt Paar 04 mit ihrer Impro-Salsa. Hier sind Alexander Pointner und Manuela Stöckel. Alexander Pointner und Manuela Stöckel. Wow. Also ich wusste ja, dass generell Contemporary und Freestyle waren bisher deine stärksten Tänze und ich dachte mir, improvisieren, das könnte dir auch liegen, aber dass du das so hinfetzt, das ist mir ja nimmer wurscht. Alex, wie hat's dir gefallen? Hat Spaß gemacht? Ja, es hat volle Spaß gemacht. Also das Tanzen allgemein hat mir ja in den letzten 3 Monaten immer mehr und mehr Spaß gemacht. Und jetzt in den letzten Wochen habe ich immer Salsa mit was habe ich das verwechselt? Mit Samba. Und dann hat sie mich immer angeschaut. Jetzt gehen wir wieder Samba. Ich habe mich gefragt, ob wir TikTok auch nochmal machen sollen, oder? Wobei, ich finde, das ein Fehler, den kann man machen. Ja, also, ich habe es dann so gemerkt. Also jetzt geht es wirklich ums Eingemachte. Das muss jetzt richtig gesalzen sein. Und Hüfte schwingen und dann geht's. Hüfte. Mich wundert, dass die noch drin ist, die Hüfte, ja. So wie du die. Ja. Maria, magst du kurz Probe fahren? Probe fahren? Ja. Nein, ich geh mit. Nein, ich geh mit. Und die Caro auch. Caro und Maria. Nein.
Ja, das ist nur fair, die Jury konnte sich jetzt bei den Impro-Sizes auf jeden Fall. Danke. Das ist ein Wahnsinn. So, Bolasch, vergibt Punkte. Bolasch, also, wie hat es dir gefallen? Ganz ehrlich. Scheiße. Ich hab einen Dreier gekriegt. Na, ganz ehrlich. Zeig, was du kriegst. Ich lasse mich vom Bolasch nicht mehr bewerten. Ich gebe mir selbst die Sehr gut. Ihr wart super. Ja, ihr wart super. Na, Wahnsinn. Das. Eigentlich schade, dass du so viel trainierst. Meine Nummer, wo du eigentlich gar nicht weißt, was auf dich zukommt, vielleicht Maus oder Mandarine oder wie das immer war, da leistest du eigentlich immer oder bringst Wahnsinnsleistung. Und was ich noch einmal, das ist nur mein Spezialwunsch, wenn ich es noch sehen dürfte, dann bin ich auch ein reicherer Mann ab heute. Zeig mir bitte dein Special. Das ist... Sauber! Sind das jetzt die Mandarinen? Sensationell! Ja, das war der improvisierte Shake einfach, ja? Damit hast du jetzt deinen Frieden gefunden und kannst. Ich habe meinen Frieden gefunden. Vielleicht 10 kann ich nicht geben, aber ich werde es auch in Punkten sehr schätzen, was du da geleistet hast. Ja. Danke. Maria. Also, ja, Applaus. Danke. Danke. Wahnsinn. Also, ich finde, ganz ehrlich, wenn man schaut, wo der Alexander angefangen hat, im Gegensatz zu Damen, die gewisse Vorkenntnisse gehabt haben, dann ist die Salsa meiner Meinung nach 10 Punkte wert. Ja, wirklich. Weil wir wirklich manchmal vergessen, wie der Start war. Ja? Und dieser Hüftschwung, die Lockerheit, was du da jetzt auf die Flächen geschickt hast, trotzdem, am Anfang wärst du wahrscheinlich mit so einer Situation sowas von überfordert gewesen, dass du nicht einmal tanzen hast trauen. Ja? Jetzt im Finale steht ein Salsa-Tänzer, der sich überhaupt nichts denkt. Seine Hüfte schwingen in alle Richtungen. Mit der Manu da durch dick und dünn geht die Maus rund um die Mandarine. Also, wie war das nochmal? Also ich persönlich werde es auch in Punkten zeigen, weil ich finde, das Verhältnis ist bei dir von der Steigerung her mindestens so groß wie bei den Damen. Ja. Danke. Danke, Maria Caro. Also, ich kann mich dem wirklich nur anschließen, weil ich auch ein bisschen Angst gehabt habe. Ich mir dachte, oh Gott, jetzt kommt eine Impro. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass du Impro stark bist. Du bist der Impro-Stärkste hier im kompletten Feld. Man hat das gesehen bei allen Figuren, die du gemacht hast. Wahnsinn, was da jetzt rausgekommen ist. Und ich hatte so eine Gaude, dir zuzuschauen. Und das vergesst ihr manchmal ein bisschen, gell? Was? Es soll ein bisschen Spaß machen, ja? Ich habe Spaß. Fang schon jetzt mal vor, wie zu machen. Ich habe Spaß. Ja. Danke, Caro. Spaß war es auf jeden Fall. Ja, das war jetzt vielleicht euer letzter Tanz. Wir hoffen nicht. Wir schauen, was passiert. Vielleicht sehen wir noch den Showtanz, aber ihr könnt jetzt erstmal nichts machen außer warten. Danke, Alex und Manu. Danke. Danke. Jetzt wollt ihr eigentlich mit dir auch mal den Hüftschwung machen. Das machen wir nachher noch. Okay. Die beiden können jetzt wirklich nichts mehr machen, um Dancing Stars 2023 zu werden. Erstmal. Sie zu Hause aber schon. Falls die beiden ihre Favoriten sind und sie sagen, ja, all das, was die Jury gesagt hat, das will ich auch belohnen. Dann ein Anruf oder eine SMS. Heute wichtiger denn eh. Morgen ist zu spät. 09010 59 09 04. Mann und Mandarinen, es ist Zeit, genau. Ja, du, das ist geht so. Sehr gut. Alexander, ich kann mich erinnern, du hast in so einem Interview mal aus dem Proberaum hast du gesagt, du hast dir wahnsinnig lang überlegt, ob du hier mitmachst, weil du die Angst gehabt hast, dich zum Clown zu machen. Du hast diese Angst offensichtlich abgelegt, oder? Du hast dich wirklich zum Clown gemacht, du warst geschminkt als einer, du bist jetzt wirklich ein Showman. Also ich war, immer wenn ich eine Maske gehabt habe, so angefangen hat es ja mit dem Joker, dann habe ich mich wohl gefühlt. Jetzt habe ich gewusst, jetzt kriege ich keine Maske, jetzt muss ich Salsa tanzen zu irgendwas und wir haben nur 30 Sekunden Zeit. Und da habe ich gewusst, es gibt nur eins, die Hüfte gescheit schwingen und zuhauchen, was mir die Manu sagt, weil sonst
mache ich mir ausgerechnet in der letzten Sendung zum Clown und das wollte ich nicht. Was hast du gemacht, Manu, dass diese Hüfte gar so jetzt so wendig geworden ist, so geländegängig? Ja, ich muss sagen, also ganz so von selber und ganz so Impro war es nicht. Ich meine, es war jetzt natürlich Impro, aber es steckt schon viel Training dahinter. Also wir haben schon hart daran gearbeitet, dass in diese Hüfte ein bisschen eine Bewegung reinkommt und das dann koordinativ vielleicht auch noch mit Schritten und Armen zusammenpasst und mit der Musik, aber... Er hat das super gemacht. Und dann Mandarine und Katz und Maus, wo ihr halt rumlaufen muss. Und, ja. Das heißt, du würdest jetzt durchaus Menschen wie dem Herrn Schlierenzauer oder so empfehlen, hier anzutreten? Als absolut, der hat mir heute sogar zweimal geschrieben. Wirklich? Ja, das hat mich echt gefreut. Und ich habe gesagt, er soll dann auch noch ein paar Mal anrufen. Dann hat er gesagt, Alex, das kommt jetzt. Du hast zuerst einmal gescheit tanzen, Hüfte locker lassen. Und dann stellst du dir vor, du führst im ersten Durchgang... Und du darfst mir dann freigeben, du weißt, dass der Wind gut ist. Und dann habe ich immer so getan. Und dann habe ich gewusst, die hauen sowieso ein Ohr. Ja, und wenn man sich das vorstellt, dann legt man einfach los und denkt nicht mehr nach. Also du empfiehlst uns weiter in der Skispringer-Szene, Herr Schlierenzauer. Gerne. Also ich glaube, er möchte nächstes Jahr gerne mittun. Ja. Gut. Okay, gut, ja. Ja. Wir sind bereit. Das war das zweite WhatsApp dann. Jetzt schauen wir mal, nachdem die den Mund zuerst schon so voll genommen haben, jetzt müssen sie auch Taten und Punkte folgen lassen. Punkte für Herrn Salzer. Maria, bitte noch einmal Punkte von dir. Ja, die Punkte folgen. Ich weiß, was ich ab jetzt in meiner Tanzschule in den Salzer-Kurs dazu nehme. Den Pointner-Move. 10! Ich glaube, dass der Pointner-Move noch zur Tic-Tac-Challenge wird. Caro. Für den Überflieger des Abends. 10. Die zweiten 10 Punkte von der Caro und Bollasch. Ich gebe zu, ich bin neidisch. 8. 28 Punkte für die Infosizer. Da bleibt er streng, Alexander und Manuela. Das waren die Punkte der Jury. Und jetzt kommen die Punkte von Ihnen zu Hause. Und Manuela, da hast auch du jetzt die Möglichkeit... allen, die uns gerade im Fernsehen oder im Stream zuzuschauen, zu sagen, warum ihr beide, aber vor allem der Alexander, diese Staffel unbedingt gewinnen muss und Dancing Star werden soll. Ja, also ich habe vor kurzem was gelesen und ich habe an die denken müssen, Alex, und zwar hat ein sehr kluger Mensch gesagt, wahrscheinlich kluger Mensch in meinen Augen, jemand, der in der Öffentlichkeit tanzen kann, ohne Drogen und Alkohol und sich in der Öffentlichkeit damit zeigen kann, der muss mit sich selbst im Reinen sein. Und ich glaube, wir wissen jetzt alle, dass du die nicht so leicht dann hast, am Anfang hierher zu kommen und dass du eigentlich nicht kommen wolltest. Und dass du jetzt so am Parkett stehst, muss ich ehrlich sagen, hätte ich am Anfang auch nicht geglaubt. Also von dem her, ich bin unglaublich stolz, was du aus dir rausgeholt hast, was du uns da Woche für Woche präsentierst. Und ich kann nur sagen, diese Reise, finde ich, in meinen Augen gehört mit einem Stern belohnt. Wenn Sie das zu Hause auch so sehen und finden, dass dieser Stern an Alexander und Manuela gehen soll, dann 090 10 59 09 und 04. Paar 04, Alexander Pointner und Manuela Stöckel. Vielen Dank. Danke. So, einmal noch ausrasten, ab in die Lounge, umziehen, wer weiß.